Einen wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Non-Farm Payrolls Live Trading Webinar mit Dirk Hilger und Stable Trader und meiner Wenigkeit, wobei ich heute nicht so wichtig bin. Es geht vielmehr um Dirk und Stable Trader und den Markt natürlich, aber nichtsdestotrotz, mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Schön, dass Sie heute live dabei sind. Und wir schauen uns direkt mal den Risikohinweis an. Wie immer gilt diese Veranstaltung nur zu Schulungs- und Informationszwecken, unabhängig vom Inhalt heute. Müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und ganz wichtig, Sie müssen wirklich Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Webinar bitte nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Andreas, da sagst du was, alle sind wichtig, so sieht's aus. Okay, dann, lieber Dirk, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm und wünsche natürlich viel Erfolg, aber auch viel Spaß. Du bist der Wichtigste, von wegen, alles sind wichtig. So, die Nummer zwei sagst du was? Ja, versuchen wir es mal, ne? Keine Zumindest war Ahnung. es letztes Mal so. Ja, zeig mir Hab das. ich. Zumindest habe ich. Ja, ne? Ja. Das ist der Irrsinn. Ja, die erste Sache, die heute auf Anhieb funktioniert. Naja, immerhin. Nee, sorry, ich habe gerade schon dem Nelson vorher schon schreiben müssen. Ich komme auf den allerletzten Drücker heute rein. Ich hatte extra alles getimed, mir mein Essen auf 14:15 bestellt, damit ich wenigstens eine Viertelstunde oder 20 Minuten zum Essen habe, einmal kurz Luft holen. Naja, wann kam das Essen? Kam dann natürlich halt, wie es nicht so anders zu erwarten war, natürlich dann halt viel zu spät. Naja, aber so ist es halt. So, deswegen halt, aber ist ja bei mir nichts Neues. Irgendwie ist das ja immer alles ganz gut getimed, in Anführungszeichen. Von daher, man sehe es mir nach, ich kann es nicht besser. An der Stelle dann natürlich herzlich willkommen an alle, die hier dabei sind heute zum NFP, möglicherweise schauen wir mal Live-Trading, Webinar mit meiner Wenigkeit FX Flat und dem Nelson. Und es ist auch wieder viel los, wie ich sehe. Aber wie ich das kenne, kommen die letzten ja dann auch irgendwie in den letzten Minuten noch dazu. Von daher gehe ich eher davon aus, dass da halt noch sogar mehr wird. Aber freut mich natürlich immer, dass ihr alle so treu immer dabei seid, ne? So, weil ich habe auch gerade schon gesagt, ne, so möglicherweise Live-Trading müssen wir mal sehen. Ich gehe auch direkt mal hier auf meinen Schirm und um da halt mal zu gucken, wo wir uns überhaupt im Markt befinden. Ach, die flimmert, oder? Sehe ich gerade. Ja, ein bisschen. Ja. Aber hier, der Heinz hat einen Vorschlag für dich. Da wäre. Selber kochen. Ja, das ist, wann soll ich das noch machen? An Tagen wie diesen ist es ein bisschen schwierig. Ja, das war nämlich die andere Sache, um die ich mich vorhin, wo ich gedacht habe, mehr hast du zumindest schon mal vorher reingeguckt und alles gemacht, weil die andere Kamera wollte nicht irgendwie in die Mitte heute. Es hat sich irgendwie alles von selbst verstellt und jetzt habe ich dann halt eine Flimmerkamera. Vorhin hat sie nicht geflimmert, jetzt flimmert sie, aber so ist es halt. Gut, im Zweifelsfall meist halt aus, wenn sie nervt. Also, dann gucken wir uns mal an, wo wir denn da überhaupt stehen. So, gucken wir das Ding jetzt kaputt mal. Erstmal großes Bild. Ich gebe auch den Live-Chart wieder frei für alle, die das Add-on haben, aber keine Lizenz, können dann halt hier nämlich in Echtzeit mitverfolgen, wenn ich hier als Beispiel jetzt irgendwas zeichne, beziehungsweise die Linien, die man halt hier auch sieht, jeweils im Stundenchart zumindest. Das ist jetzt freigegeben. Alles eine Frage des Missmanagements. Ja, ich gucke mir hier schon die frechen Antworten an. Ja, das ist. Oder eine Frage der Überforderung. Aber beides ist natürlich richtig. Überforderung führt zu Missmanagement. Und auch wenn es nur das persönliche Timing ist, das ist schon richtig. Also, ich habe ja gerade schon gesagt, ne, so von wegen, schauen wir mal eventuell auch Live-Trading, weil, weil der Markt natürlich halt sich so gar nicht irgendwie zeigt, beziehungsweise zu erkennen gibt, was er vorhat. Und ich würde fast vermuten, dass tatsächlich dann irgendwie auch mal keiner weiß, was da an Zahlen kommt oder nicht so wirklich. Weil ansonsten ist es ja wirklich oft so, dass man halt ja schon am Tag davor, manchmal sogar 2 Tage vorher schon ganz klar erkennen kann, was dann halt zu den NFPs passiert. Und so diese Einschätzung hat ja auch schon ganz oft gepasst und wo dann halt einfach oft nur irgendwie ein Punkt auf war, der dann halt irgendwie nur abgeholt werden musste. Und ansonsten war die Richtung halt klar.
Das ist für meine Begriffe heute wirklich nicht unbedingt der Fall. Also wenn wir jetzt nur mal hier den Stundenchart, ich bleibe zuerst mal beim DAO, wenn man nur den Stundenchart da halt sieht, das fällt schon auf, dass bei mir hier oben alles blau ist, nichts mehr rot. Das heißt, das ist immer schon ein Fragezeichen. Wenn der Trend dahin ausbricht, dann werden die Dinge halt unterstützen und wenn nicht, Fragezeichen. Aber erstmal nicht unbedingt Widerstand. Also was man halt hier natürlich sieht, ist, wir haben halt hier jetzt nur mal auf der Stunde hier nochmal irgendwo einen relativ ordentlichen Ausbruch, Fehlausbruch nach oben gehabt, hier über die 34.800 irgendwas. So, da kam nicht mehr viel nach, hat viel zu deutlich korrigiert, entsprechend hier dann auch keine neuen Hochs mehr, abfallende Hochs. Gestern hier bei der diabolischen 666, habe ich gestern noch was in der Gruppe dazu geschrieben, ich bin ja bestimmt nicht okkultistisch veranlagt, da sah schon ein bisschen merkwürdig aus, dass man da oben dann einen Dreizack hinbaut, im Stundenchart. Die 666, naja, gut. So, aber vom Gesamten her ist es halt hier einfach nur, da könnte man jetzt wahrscheinlich auch eine Linie so Pi mal Daumen halt mal irgendwie drüber legen, ne, damit man das halt einfach mal so diagonal vom Trend so ein bisschen besser dann halt eben auch erkennt. Also ich bin ja überhaupt kein Freund von irgendwelchen Diagonalen. Aber hier sieht man einfach schon so eine Tendenz, ne? Das hat einfach nach oben raus, wird nicht mehr gekauft. Ich habe auch noch einen Short auf von gestern von hier der 666, den hatte ich auch in der Gruppe gezeigt. Und habe aber eigentlich eher damit gerechnet, dass wir gestern halt noch so ein bisschen mehr deutliche Bewegung nach unten kriegen, weil das hing hier, das ging von da unten los, von der 372, das ist soweit alles okay. Das war übrigens im Daily auch der SMA 20. Das werde ich auch noch gleich zeigen. Von daher völlig in Ordnung, dass das so eine Reaktion kommt. Weil natürlich Tageslimits funktionieren halt schon immer ein bisschen anders als Stundenlimits, aber trotzdem kam nichts mehr hinterher. Und das hing halt so in der Luft und dann irgendwie hier dann so die ganzen Zonen überrannt und habe dann ja auch noch einen Blog geschrieben, so, wenn es nach mir ginge, dann machen wir einen Dip auf die 461 und ziehen dann nach Norden. Ja, das heißt also einmal halt so die Bewegung dann halt hier runter, also von da und dann halt von hier, es geht nur einmal, von hier dann halt oben raus. Das wäre so mein Wunschszenario gewesen. Das Problem ist jetzt aber, dass wir schon die ganze Zeit an der Decke kleben. Und das ist halt einfach ein typisches Verhalten, dass wenn der Markt, wenn er halt wirklich ohne Korrektur versucht, oben rauszukommen, und da funktioniert es meistens halt echt nicht. Und deswegen habe ich das ein bisschen meine Zweifel, dass da unten überhaupt, dass das überhaupt in irgendeiner Form hält. Und ich zeige es auch mal im Tageschart, wie die ganze Geschichte da aussieht. Deswegen weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau, wo man halt hier dann auch irgendwie vernünftig reingehen könnte. Weil der Sache hier traue ich einfach nicht. Ne? Auch nicht hier dem, dann noch eher hier der 432, die wir hier haben an der Stelle, dann noch eher das, das wäre nämlich ein Stich in dieses Cluster, wo gestern halt einfach gekauft wurde, da rein schon eher, ja, vermutlich kriegt man das auch dargestellt, habe ich noch nicht probiert, aber zum Beispiel, wenn man den Anstieg nimmt, dann mit Fibos und dann sind wir halt, ach, ist ja lustig, die 461 ist genau die 61,8 und eine Etage tiefer wäre halt irgendwo so dazwischen, das habe ich noch nicht mal gesehen, aber es passt natürlich eigentlich zu dem ursprünglichen Gedanken. Aber nicht so. Der hätte halt hier direkt runterkommen dürfen und dann halt hier vernünftig aufsetzen und dann mit Schwung nach oben. Und so, ich weiß es nicht. Das ist ein bisschen tricky, die Geschichte. So, kriege ich dich auch wieder weg hier. Ne? Keinen Fall. So. Weil was nämlich auch auffällt, ist, weshalb ich da so ein bisschen Schmerzen mit Long habe, ist im Daily. Daily sieht man Folgendes. Also generell, wo wir hier oben stehen, ist die Wocheneröffnung. Ne? Ich schalte jetzt nicht auf den Weekly, aber die ist ziemlich genau bei 590, also ziemlich genau hier an der Stelle. Da so. Ne? Da haben wir heute Morgen dann auch gestartet. So an dem Punkt in etwa ist die Wocheneröffnung. Ich gebe dir mal eine neutrale Farbe, damit man einfach mal sieht, was da los ist. So, und da hängt ja die ganzen Tage jetzt einfach schon dran. Also es ist wirklich halt auch so die unhandelbare Zone.
finde ich so ein bisschen, ne? Weil da sieht man ja, da ist ja wirklich überhaupt nichts irgendwie vernünftig passiert. Ist halt nur irgendwie drüber, drunter, doch nicht drunter und zurück. Deswegen hier Trade aufmachen, schwierig. Also ich habe, wie gesagt, den kleinen noch von hier, aber der ist natürlich jetzt auch nicht so wahnsinnig weit im Plus. So, was mir aber auffällt, ist, also ich habe ja gerade gesagt, wir hatten gestern hier so einen Aufsetzer am SMA 20 im Daily, den kann man ruhig schon mal einzeichnen. Auch wenn ich jetzt nicht so der große Freund von kleidenden Durchschnitten bin, nichtsdestotrotz, ne, ist es ja halt, also zumindest mal im Daily oder größeren Timeframes, why not? Der Markt orientiert sich gerne daran, beziehungsweise umgekehrt mit der eigentlichen Schuh draus, weil immer so ein Durchschnitt läuft ja immer dem Markt hinterher. Und was mir da auffällt, ist dieser Knick, den wir da halt gerade machen. Und bis jetzt war es halt wirklich jedes Mal so, wenn das Ding so einen Knick gemacht hat, wie hier halt auch, dann ging es ordentlich runter. Und das letzte Mal, mal abgesehen von hier, wo das gemacht hat, im Mai, hatten wir das im Oktober 2020. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier auf Anhieb so weit zurückkomme. Da standen wir natürlich ein paar Kilometer tiefer, ja, nämlich hier unten. Das war der, nee, Quatsch, das war der Januar. Den meinte ich nicht. Ich muss jetzt aber auch nicht ganz zurück. Das kann sich jeder mal selbst angucken. So, und das heißt ja nichts anderes, so ein Knick heißt ja nichts anderes, als dass wir eine Tendenz, dass die Tendenz sich so langsam halt irgendwie umdreht. Und wenn da jetzt halt nicht irgendwie so eine ordentliche Bewegung nach oben rauskommt und das Ding sich wieder sofort halt nach oben dreht, könnte die Schwäche, die wir halt hier haben, oder was heißt Schwäche, so die abnehmende Kauflust auf dem Niveau, die könnte hier natürlich dann auch zunehmen. Und das ist natürlich dann so ein bisschen tricky. Und deswegen kann es schon sein, dass es hier einfach das dann auch war. Und dass wir, auch wenn ich heute Morgen geschrieben habe, ich bin schon der Meinung, das Ding kann rauf, dass wir dann doch eher tatsächlich nach unten laufen werden. Also deswegen ist super tricky, finde ich das heute. Also ich halte mich ja normalerweise nicht gerne bedeckt, sondern lehne mich aus dem Fenster und sage, wir machen diesen, das und jenes heute. Und habe da auch gar keine Schmerzen mit. Aber heute ist das irgendwie ein bisschen schwierig. So, ich schalte jetzt mal ganz kurz um und gucke, ob ich hier alles auch richtig vorbereitet habe. So, und dann gehe ich nämlich jetzt mal hier auf den Hauptschirm. Nochmal. So, und dann habe hier halt auch noch auf der rechten Seite das Bild. Ne, hier oben der H1, hier unten der D1, also alle zusammen hier letzten Endes. Und wir haben nämlich jetzt NFPs. Okay, Einspritzer hoch. Hier oben ist noch der Short, den ich gerade erwähnt habe, von der 666 kommend. Also, ich gehe eigentlich davon aus, dass wir so ein bisschen kräftigere Moves diesmal auch kriegen werden, weil es halt eben so auf der Stelle tritt die ganze Zeit. Und mal gespannt, ob das jetzt wirklich, wenn es nach oben durchzieht, dann fliege ich da oben halt raus, irgendwie mit einem kleinen Plus. Das ist für mich so erstmal soweit okay. Aber mal gucken, ob das wirklich so sein wird, ne? Also das ist erstmal ja nur die erste Bewegung. Man hat ja auch gerade gesehen, das Buch ist sehr, sehr dünn insgesamt. Und wenn ich jetzt hier mal nur meine Levels nehme, dann fehlt jetzt hier noch ein kleines Hoch und dann wird man halt mal sehen, ob das Ding weiterläuft oder ob wir nicht doch nochmal komplett runterkommen. So, einmal hier drüber und dann hier geht es jetzt für meine Begriffe dann entsprechend auch um die Wurst. Kommen da jetzt halt Käufer hinterher oder war es das? Und wenn es das war und er hier wirklich scheitern sollte, dann kann man versuchen, im Rücklauf dann halt nochmal rein zu kommen. Wenn er durchzieht, dann natürlich genau umgekehrt, aber wahrscheinlich auch nicht mehr unbedingt zu den NFPs. Ich habe vorhin noch kurz überlegt, da war ich jetzt ein bisschen spät an, dass ich gesagt habe, ich könnte eigentlich tatsächlich mal mit dem ersten Impuls hier mal versuchen reinzukommen in den Markt, weil mit CFD geht das ja eigentlich, weil man ja halt doch in der Regel einen sauberen Fill ja dann auch bekommt. Und mit dem, was ich letztes Mal versucht habe, ist übrigens hier mit dem Micro Future vom Dow, da hätte ich jetzt mal das Orderbuch eigentlich einblenden müssen, dass man das mal sieht, weil den finden ja alle, was heißt alle, viele so total klasse. Also es ist unhandelbarer Unsinn für meine Begriffe, gerade bei solchen Bewegungen, weil man halt einfach einen Spread hat von 40, 50 Punkten teilweise. Und das ist, wie soll man das handeln? Weil wenn man da nicht schon irgendwie 200 Punkte im Plus ist und dann
spielt es auch gar keine Rolle mehr, wo man dann den Stop-Loss hat, der fliegt dann halt sowieso. So, also die Käufer bleiben erstmal dran, aber wie gesagt, noch ist hier nichts durch. Ich würde jetzt wirklich zumindest mal 5 Minuten halt mal abwarten, ob das wirklich so bleibt. Wie gesagt, ich finde es dann immer okay, wenn man halt eine Position schon drin hat. Es muss ja auch nicht die größte sein. Und wenn man da halt jetzt dann halt auch mal kurz irgendwie die Füße stillhält, wenn sie dann fliegt, dann fliegt sie. Das ist okay. Aber ja, sieht schon so ein bisschen aus, als versucht er hier über das Tageshoch von gestern da halt rauszukommen. Also es wäre dann halt nochmal die 666. Beziehungsweise es war halt irgendwie ein Punkt drüber oder so. Ich habe halt nur gesehen, dass bei der 666 dann halt doch das Volumen irgendwie genau dort dann halt reingekommen ist, ne? Also Kassa 666. So, aber das macht für meine Begriffe keinen Sinn mehr. Erstmal raus damit. So, weil das ist wahrscheinlich jetzt erstmal die Angriffsstelle. Also das Tageshoch da oben. Und wenn es dumm läuft, dann dreht er natürlich genau hier, glaube ich aber nicht. Weil doch halt bei größeren Bewegen immer die Tageslevels viel interessanter sind, ne, als jetzt zum Beispiel nur irgendwie Stunde. Und deswegen würde ich mal tippen, dass wir halt hier zumindest kurz davor laufen oder einmal durchspiken und dann halt mal sehen, was dann halt passiert. Wenn er es schafft, wie gesagt, das ist noch nicht raus. Ne? Also es sind zwar 3 Minuten, wir haben auch schon oft genug gesehen, dass halt eben in den ersten paar Minuten es ganz vehement in eine Richtung gedrückt hat und dann plötzlich hat sich das ganze Bild umgedreht. So, jetzt sind wir am Vortageshoch. So, wenn man es unbedingt drauf anlegen will, wäre hier ein Short jetzt denkbar. Also ist natürlich keine Empfehlung. Hier oben ist noch ein Pivot von gestern. Bei News auch immer ganz gerne mal gesehen. Ja, aber das ist jetzt zumindest mal der erste Punkt, der jetzt halt ein bisschen anders reagieren könnte. Aber wie gesagt, man merkt es ja auch, ich bin etwas zu unschlüssig, um jetzt hier einfach auf den Knopf zu drücken. Wobei ich normalerweise so nicht bin, aber wenn ich ja aber von vornherein schon sage, es ist irgendwie total 50-50, also selbst, also ich meine, der generelle Weg ja sowieso, ja, worum es ja mir eigentlich immer geht, ist einfach einen Punkt zu finden, so Richtung egal, ja, und das heißt also eine Bewegung in eine Richtung und dann halt die Gegenreaktion, die nehme ich dann eigentlich mal am liebsten mit, weil die dann meistens auch am besten läuft. So, da wir jetzt aber hier das Problem haben, dass wir jetzt über den Vortag, wenn man sich die Tageskerze mal anguckt, wir waren da jetzt schon eine Runde drüber. Das heißt, hier oben, jetzt mal rein technisch gesprochen, ist halt einfach schon trendmäßig, wenn man davon überhaupt reden kann, seit gestern so ein bisschen was kaputt. Und von daher, mir wäre eine Reaktion lieber gewesen hier. Ne? Deswegen habe ich das ja auch kurz ausgehalten. Und mir ist das hier eigentlich zu hoch, um jetzt an der Stelle hier wirklich dagegen zu halten. Da würde ich dann halt eher irgendwie nachher die Kassaeröffnung dann halt irgendwie abwarten und dann halt mal sehen, ob die nicht irgendwie interessanter wäre. Also für diejenigen, die zum ersten Mal dabei sind, die sind dann vielleicht enttäuscht und sagen, ja, der Hilger tradet ja gar nicht. Der Hilger tradet eigentlich immer bei den NFPs. Das werden auch alle hier bestätigen können. Aber der Hilger braucht auch einen Plan. Also, weil ich halt ja auch natürlich eine entsprechend hohe Quote habe bei den NFP-Tradings und die ganz, ganz selten eigentlich nur daneben gehen. Und um das zu vermeiden, ja, muss ich natürlich gucken, dass die Kriterien noch stimmen. Und da bin ich mir hier einfach wirklich nicht sicher. Ne? So, aber nichtsdestotrotz, weil ich ja gesagt habe, wer irgendwie Short sucht, der hat halt hier die Möglichkeit. Ne? Und auch wenn es nur ein paar Punkte sind, aber das war halt klar, in Anführungszeichen. Ne? Also manche Sachen sind halt einfach nicht wirklich schwer. Und das war jetzt halt eine davon. Ob die jetzt halt natürlich ganz kippt, das weiß ich natürlich nicht. Aber dass zumindest das halt nicht so weiterläuft, als wäre da nichts, das lag auf der Hand. Weil jetzt halt vor allen Dingen hier unten, da ja halt auch einfach zu wenig passiert ist und wir da keine Korrektur hatten. Deswegen ist das
auch auf dem Daily betrachtet der erste mögliche Korrekturpunkt. So. Und da rennt es dann halt eben nicht einfach drüber. Also wer es gemacht hat, hat jetzt irgendwie 20 Punkte drin. Ich habe sie erstmal nicht. So. Ich gehe mal, genau, was ich zeigen wollte. Was ich wesentlich interessanter fände, wäre nämlich Folgendes. Und gucken, ob ich jetzt hier so zurückkomme. Ja, geht. Okay, also. Ja, das heißt, die Woche zieht auch jetzt hier, kann ich ja trotzdem mal kurz zeigen. Nicht schlimm. Na, zieht nämlich jetzt hier nach grün. Ja, hab mir gerade gesehen, da wo die Linie war, da ist halt auch noch ein kleines Gap. Dann halt auch noch, und da steht er ja auch immer total drauf. So, der DAX klebt halt hier unverändert an der 655, aber bei der Vola, die der heute gezeigt hat, schwierig, milde ausgedrückt, da halt auch nur irgendwas vernünftig machen zu können. So, was ich zeigen wollte, war Folgendes. Und zwar, ich fände es wesentlich interessanter, wenn die eine Etage höher laufen. Also hier oben in die Nähe von dem eigentlichen Spike. Zumal wir hier jetzt dieses Muster auch aufgebrochen haben. Das war das, was ich gerade gesagt habe. So, da ist für mich technisch einfach jetzt schon so ein bisschen was kaputt an der Stelle, weshalb ich da so ein bisschen Schmerzen habe, da schon einfach noch dagegen zu halten. Hier sieht man es ja. Also dieses Muster ist halt einfach hinüber. Und also diese Tendenz. So, trotzdem haben wir hier eine Reaktion am Vortageshoch. Soweit okay. Aber ich weiß eben nicht, laufen wir jetzt wirklich da oben durch? Waren das hier nur Fakes? Kommen wir doch runter? Das ist mir zu unsauber. Und mal angenommen, es wäre jetzt aber halt es hätte eine Relevanz, dass wir jetzt halt hier dieses Muster aufgebrochen haben. Dann ist mein nächster Punkt nicht der, sondern wirklich eine Etage höher. Dann gucke ich hier halt hier oben wirklich die letzten Stundenbewegungen an. Hier oben haben wir die letzte Aufwärtsbewegung auch. Also das ist jetzt hier zwar nur eine Markierung von einem Außenstab jetzt erstmal, der gebrochen wurde. Und das heißt, man sollte dann schon irgendwo hier oben ein bisschen was aushalten können, wenn man also dagegen hält. Aber das wäre zumindest der Bereich, den ich halt interessanter fände. Und dann muss man halt einfach dann ziemlich genau gucken, wo der Markt dann da halt da oben reagiert. Und das wird wahrscheinlich nicht so einfach werden, das ist auch klar, und wird man wahrscheinlich ein bisschen Geduld brauchen, aber dass wir dann einfach so drüber rennen, halte ich dann auch für ein bisschen fraglich. So, hier waren es jetzt inzwischen 30 Punkte Reaktion. Hat jemand geschortet oder hat sich keiner getraut, weil ich mich nicht getraut habe? Los, schreibt mal. Mal gucken, was ihr gemacht habt. Short seit 70. Sehr gut. Ja. Sehr schön. So. Das ist doch gut. Dafür machen wir das hier ja auch. Ne? Und wenn man dann halt, also ich finde es halt schon immer Euro geschortet. Wir sind doch hier nicht im Euro. Mensch, Peter. Jörg. Ich habe einen Euro geschortet, sagt er, war sehr gut, Dankeschön. Ich habe doch gar nichts zum Euro gesagt. Aber bitte, gut. Okay, so, aber natürlich, klar, wenn man selber irgendwie einen Short-Ansatz hat und man kann das dann halt so ein bisschen damit abgleichen und wie ich es ja auch gerade gesagt habe, hier, wenn man Short sucht, dann da und hilft das ja vielleicht natürlich auch so ein bisschen bei der eigenen Beurteilung des eigenen Trades. So, ne, also wir kleben jetzt hier erstmal fest. So, mit nicht wahnsinnig viel Reaktion. Ne, die Long-Reaktion war natürlich schon deutlich kräftiger hier, wobei die jetzt auch nicht hier gestartet ist, sondern ein bisschen höher. So, aber es kommt halt trotzdem auch nichts nach. Und das ist halt leider genau das Problem, was der überhaupt hat hier mit diesem ganzen Bereich da oben. Und dass halt einfach nie irgendwas hinterherkommt. Jetzt ja schon seit Tagen halt nicht. So, aber das heißt, wenn man jetzt halt irgendwie einen Rücksetzer, wobei das natürlich dann auch die Frage ist, ob das dann halt wirklich
gelingt. Es passiert nicht wahnsinnig viel nach oben, beziehungsweise nach unten, aber nach oben halt eben auch nicht. So, und wenn man halt natürlich jetzt irgendwie einen Rücksetzer sucht und sagt, na gut, ich will da halt long gehen, dann halt eigentlich, finde ich, für meine Begriffe hier irgendwo in dem Bereich von diesen Hochs, ne, dann halt irgendwo, also an der Stelle, da irgendwo so in dem Bereich, wird es halt für meine Begriffe dann Sinn machen. Ob das dann gelingt, steht natürlich noch mal ein bisschen auf dem anderen Blatt. Aber zumindest könnte er ab da noch mal versuchen wollen, rauszufinden, ob es da oben weitergeht und ob nicht doch noch Verkäufer hinterherkommen. So, was man natürlich aber im Auge behalten sollte, ist für meine Begriffe halt das Buch bei solchen Geschichten, wenn man es denn hat. Ne, weil hier auch für diejenigen, die das zum ersten Mal sehen, im Hintergrund seht ihr zwar den Future, aber das Volumen ist, im Hintergrund seht ihr den CFD, aber das Volumen, die Glocke, auch das Buch ist halt vom Future auf den CFD gemappt, was man mit dem Stereo Trader entsprechend machen kann in Verbindung mit einem FX-Flat-Konto. So, und wenn ich sage halt Buch, das heißt, ich würde halt hier schon gucken, auch wenn das Buch jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss ist, aber ich würde dann halt trotzdem gucken, dass man nicht ganz allein da steht und dass dann auch eine Order da ist, die am besten auch gar nicht erreicht wird, sondern halt im Prinzip vorweg halt gekauft wird. Das heißt, die auch am besten hinterherläuft und den Markt dann halt in die richtige Richtung schiebt. Das hier weiß ich jetzt nicht, ne? Da liegen jetzt irgendwie zwei. Ich habe es nicht groß genug gewesen, wenn wir nicht nochmal zoomen. Irgendwie 50 Kontrakte oder wie viel waren das gerade? Ich weiß nicht, ob das reicht. Das hier ist nichts. Ja, das ist halt einfach oben ein paar Retailer, unten ein paar Retailer. So sieht es für mich irgendwie gerade aus. Und da fehlt halt ein Big Player hier. Und den sollte man dann idealerweise dann halt auch schon sehen. Der wird auch nicht bei der ersten Reaktion wahrscheinlich da sein. Aber wenn wir hier unten in die Nähe kommen und dann kann es schon sein, dass wir den einen oder anderen von den Kollegen da unten sehen. Und dann kann man sich dann auch zumindest ganz knapp dann halt entsprechend dann auch dann dran heften. Also mit super kleinem Stop-Loss, der dann halt auch unter 5 Punkte zum Beispiel dann halt auch machbar ist. Und aber der fehlt mir jetzt halt einfach, ne? Klar. So, kann natürlich trotzdem sein, also kann natürlich auch eine Eisberg-Order sein, das weiß man halt leider nicht. Eine Eisberg ist halt eine Order, die immer nur teilweise hier im Buch erscheint, ne? Und dann halt aber immer nachgelegt wird. Das heißt, man sieht nur die Spitze des Eisbergs. In Wahrheit hat da vielleicht jemand 1000 Kontrakte in der Hinterhand und aber befüllt halt den sichtbaren Teil immer nur als Beispiel mit 10. Und das wird zum Beispiel, deswegen heißt die Iceberg Order. Und die wird natürlich halt gemacht, um richtig große Positionen halt abzusetzen, weil klar, wird jetzt hier irgendwie jemand stehen mit 1000 Kontrakten, da würden ja alle flüchten. Und weil wer soll denn dann dagegen anstinken, wenn er zum Beispiel runter will? Und deswegen ist das halt dann halt auch nicht sichtbar. So, die 15 Minuten ist natürlich jetzt ein bisschen lang. Also um da jetzt halt einfach oben einzusteigen. Das heißt, hier könnten wir auch noch ein bisschen Korrektur vertragen. 5 Minuten kann ich auch mal kurz gucken, wie der aussieht. Ja, es klebt halt alles. Ist hier oben in der Range, das ist halt schon long, ne? Also da fehlt dann halt auch also ideal wäre so ein kleiner, kurzer Dip darunter irgendwo. In dem Bereich, wo wir da halt hängen. Hier unten ist die Value Area, soweit muss er gar nicht mal. Wäre natürlich aber ideal, klar. Und dann halt mal drauf gebaut, dass halt eben das Ganze halt, also die kleine Range, die sich hier gerade bildet, dass ein Fehlausbruch nach unten ist und dann wieder zurücklaufen in die Range. Und um dann halt, wie gesagt, rauszufinden, ob wir nach oben raus können oder nicht. So, ist natürlich jetzt alles erstmal viel Theorie, aber manchmal ist es eben so. Und long eingestoppt, der Manuel. Ja, sehr gut. Ja, ich sag ja, ne, ich hab vorhin wirklich auch überlegt, aber hier mit dem Essen hat mich komplett aus dem Konzept gebracht.
Ich hatte vorhin echt überlegt, weil es gibt ja noch so ein Add-on dafür, das heißt ATR Bracket. Und das habe ich auch schon mal bei den NFPs, aber schon ein paar Jahre her, wo ich das letzte Mal drin habe. Und weil es gibt so Situationen, da macht es halt schon Sinn. Also da zuckt der Markt halt nicht viel, sondern knallt direkt in eine Richtung. Und das war heute so ein bisschen zu erwarten, dass das kommt. Nur weil wir halt eben die ganze Zeit uns gar nicht bewegt haben. Und deswegen war das schon eine gute Idee, finde ich, sich da direkt long einstoppen zu lassen. Ne? Hier sieht man es ja. Da ging es halt los. So, plapp, pam. Ja, war das jetzt die erste? Ja, das müsste die erste gewesen sein. Ne? Also die lange hier. Da kam ja fast gar nichts nach unten. Ne? Irgendwie noch nicht mal 10 Punkte. Und wenn man sich dann halt irgendwie zum Beispiel gemessen an der ATR, nimmt man einfach die zweifache ATR, kann man da einstellen. Ich kann es jetzt hier nur nicht zeigen, weil ich hier eine falsche Version drauf habe. Und kann sich dann halt einfach in den Ausbruch direkt einstoppen lassen. Und heute hätte es echt Sinn gemacht. Wirklich noch dran gedacht. Also echt Glückwunsch, Manuel, wenn du da halt gut reingekommen bist. Auf jeden Fall die richtigere Richtung. Also ich muss eh nochmal, muss mir angewöhnen, so ein paar Sachen halt nochmal hier auch bei den Webinaren nochmal einzubringen. Ein paar mehr Add-ons halt auch. Da möchte ich gern genau sowas halt, ne, weil das kann man ja nicht manuell handeln. Man kann ja nicht irgendwie da oben laufen, die ganze Zeit gucken, so, was macht er jetzt und dann halt auf gut Glück irgendwo drücken oder eine Order hin und her balancieren. Das kann man eigentlich sehr, sehr schön automatisieren, sowas. Das müssen wir echt nochmal machen. ATR Bracket ist bei den Robots. Ist das drin? Fragt nämlich gerade hier der Lars, wo ist das, wo es das gibt. So, nur also das hier, das kann jetzt halt echt auch, das kann es natürlich auch schon gewesen sein mit der Korrektur. Sieht man hier einfach kurze Biege, ohne sogar halt hier zum Beispiel mal den Docht von der letzten 2 Minuten Chart, ja. Also da ist schon ordentlich Bums jetzt erstmal dahinter. Und ich habe zur ATR Bracket tatsächlich auch mal, glaube ich, ein Video gemacht. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber wir machen eben momentan so viele Videos. Kann man das vielleicht auch mal reinpacken? Ne, Timo? Freust dich schon? Aber das klingt doch eigentlich nach einer Idee. Sowas kann man ja ruhig mal machen. Genau. Also, er steht halt jetzt still. Ne? Also, ich habe halt die erste Bewegung halt, wie gesagt, ich habe es ja groß und breit erklärt. Timo, nichts da. Ich habe es der großen Breite erklärt, warum ich da unschlüssig bin und deswegen jetzt erstmal auch konsequent die Finger da weggelassen. Und deswegen das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn sich jetzt halt gar nichts mehr bewegt. Ne? Also vor allen Dingen halt auch nicht wie sonst üblich. Ganz oft haben wir gehabt, irgendwie 100 Punkte runter, dann steht es da auf der Stelle, wackelt ein bisschen hin und her und dann long und dann geht es halt 150 durch die Decke. Das haben wir auch schon irgendwie das ein oder andere Mal halt hier hingekriegt, aber heute, ne, weil was jetzt natürlich gut gewesen wäre, das wäre halt mal so ein bisschen mehr nach unten, so halt den Bullen mal ein bisschen Angst machen und dann halt irgendwie unten, dass man da halt reinkommt. Aber will er halt nicht, ne? Er steht halt auf der Stelle. Passt jetzt mal abgesehen wirklich von der einen Bewegung, die jetzt halt hier ja schon hingezaubert hat, dann passt es natürlich zu dem Verhalten, was wir die ganzen Tage da halt auch schon haben, ne? Also das heißt, kleben wir irgendwie gefühlt permanent auf der Stelle. Das ist wirklich halt ja teilweise nicht mehr zum Aushalten. Kurz gibt es dann mal irgendwie einen Run. Gestern ging es dann mal ein bisschen runter und rauf und zum Schluss klebt es dann wieder an der gleichen Stelle. Naja. So, also ich sehe hier nichts. Ja, also wer irgendwie irgendwas sieht, darf gerne mir mal was einwerfen. Ich gucke mir das gerne an, aber ich erkenne hier nichts. Keinen Punkt, um da in irgendeiner Form reinzukommen, welche Richtung auch immer. Weil er klebt einfach nur am Vortageshoch. Das war's. Hat hier ein bisschen was verletzt und kommt nicht weiter. So, und wieder an der, ja, 666. Ja, 669 ist es, okay. Eine 6 ist umgedreht. Ja. So, mehr gibt's nicht. Und das heißt auch nicht, nur weil wir jetzt halt hier schon wieder da kleben, ist nichts anderes als der Widerstand von gestern.
mit bisschen Übertreibung, ne? Da kann es ja auch sein, dass da mal kurz was aufgelöst wurde und wenn das jetzt aber wieder drin ist, also die Position, ne, die halt hier ein bisschen drüber war, wenn die wieder drin ist und dann derjenige, der es gestern gemacht hat und den Markt da 130 Punkte runtergeschleudert hat, der kann es heute auch wieder. Vielleicht wartet er nur auf den richtigen Moment. Kann sein, weiß man nicht. Und von daher, ja, drehe mich hier so ein bisschen im Kreis. Das klingt immer so, als hätte ich irgendwie keinen Plan von der Materie. Aber ich habe ja heute keinen Plan von dem, was das hier werden soll, so wirklich. Beziehungsweise halt, mir fehlt ein Trigger. Und das ist halt einfach für mich immer das absolut Entscheidende. Ohne Trigger ist halt immer ganz schlecht. Ein Trigger ist halt hier zum Beispiel dann im DAX, hier Schlusskurs unter 6,55 Short. So, das ist jetzt erstmal ein Rücklauflevel, aber der, ganz ehrlich, mit seinen 3 Punkten rauf und runter, das geht nicht, das geht gar nicht. Also das halt irgendwie vernünftig zu handeln. Ne? Der könnte, aber vielleicht kann ich ja da mal kurz auch noch drauf eingehen, weil habe ich auch im Blog was dazu geschrieben, nämlich wie der sich halt im Daily darstellt, also für die jetzt dann halt irgendwie zum Beispiel auf längere Positionen da halt irgendwie lauern. Also im Daily spricht da eigentlich wenig dagegen, dass der nach oben einfach wegläuft. Ne? Also ich meine, man sieht es ja halt auch. Da muss man jetzt auch keinen Charttechnik-Raketenwissenschaftler dafür sein, um das zu erkennen, sondern man sieht ja einfach, das wird ja halt hier hochgekauft und dann hier noch nicht mal mehr das, den Anfang angetestet von dem letzten Ausbruch und nochmal höher geschlossen und klebt schon wieder. Also der hat natürlich die besten Chancen, einfach nach oben wegzuziehen heute. Und Woche ist gleich in Grün. Das ist die Wochenkerze. Die ist zwar nicht fertig, aber wir haben heute Freitag. Und von daher, die hat eigentlich auch gar keinen Grund großartig, außer dass die letzte nicht über der alten geschlossen hat, ne? Also hier in dem Bereich. Und da sieht man, hat die letzte halt dran geknabbert. Und aber das sieht für meine Begriffe recht gesund aus. Jetzt sind natürlich 150 Punkte runter, auch nicht die Welt, um die an einem Freitag mal eben halt hinzukriegen, ist auch klar, aber wir reden hier über den DAX. Der halt irgendwie die ganze Zeit ja wirklich nur stillsteht. Und von daher, da ist es eher schon soll ich jetzt sagen, eine Weltreise. Genau. So, ich gucke mal hier gerade mal auf die Kommentare. Was Volumen oder Gedönse neben der Kerze wird mich verrückt machen. Null Aussagekraft, das stimmt nicht. Also, was ich ja halt auch schon, auch im Webinar, also Thorsten schreibt es hier, im Webinar ja auch gezeigt habe, ist, und das dauert hier übrigens weiter, ich gehe mal nochmal zurück, was ich auch schon in dem Webinar gezeigt habe, ist, wie genau man den Stop danach ziehen kann. Das ist halt eigentlich das Nette. Ne? Also, wenn man jetzt hier long ist, gibt es gar keinen Grund, den Stop tiefer als dahin zu ziehen. Ne? 669. Weil hier sieht man halt jetzt einfach die größte Order, die halt, da muss man nur gucken, dass die eben stabil bleibt. Und hier hat man jetzt auch gesehen, 110, 112 Kontrakte da oben. Long wäre eindeutig hier oben drüber. Ne? Weil wenn die gekauft wird, und das heißt, da muss ja dann schon einer auch mit bisschen Volumen dann auch daherkommen. Und genauso, wenn man Short ist, gehört die Order genau eben auch da drüber. Das heißt, man kann das schon hier recht ordentlich eingrenzen. Ne? Sieht man jetzt ja halt auch gerade. Also das ist nicht so, dass es keine Aussagekraft hat. Man weiß natürlich nie, ob jetzt irgendwo halt die Order echt ist oder nicht. Aber wenn man zum Beispiel jetzt galbt und wollte jetzt hier irgendwie nur 4, 5 Punkte, die haben wir gerade schon gehabt. Ne? Und das heißt, man kann das schon sehr, sehr gut nutzen. Also wenn man Short ist, das macht für meine Begriffe gar keinen Sinn. Ich zeichne es zumindest mal ein. Bin ja nicht Short. Aber es macht keinen Sinn, über der 695 noch Short weiter zu verfolgen. Weil wenn man sich das mal im Vergleich anguckt, das dünne Volumen hier unten und hier so ein Paket. So, und das heißt, wenn da jetzt einer kommt und ballert 200 Kontrakte in den Markt und dann steht er auf jeden Fall hier oben. Und deswegen macht es gar keinen Sinn, da halt irgendwie zum Beispiel halt den Stop-Loss zu hoch zu setzen. Ne? Und man sieht ja auch gerade, was da passiert. Also es scheint schon irgendwie echt zu sein,
Da scheint jemand dahinter zu sein auch. Und hat jetzt möglicherweise hier auch noch Markets entsprechend reingegeben, ohne halt die Gegenseite hat, geht in Deckung. Ja. Also von daher gerade live widerlegt, dass es keine Aussagekraft hat, das würde ich so nicht sagen. Ja, es gibt immer wieder Fake-Orders, das heißt also Orders, die dann halt in den Markt reinkommen und dann halt im letzten Moment weggezogen werden, gibt es auch. Ja, klar. Aber ist, glaube ich, sogar verboten. Also gut, halten sich trotzdem einige nicht dran, aber trotzdem kann man sich halt das schon mal angucken. Ich würde es, wie gesagt, nicht so wirklich abtun. Aber das meine ich halt, ne? Auch gerade so. Das hatten wir auch im Webinar schon mal mit einem Live-Trade, wo ich auch gesagt habe, hier Stop hier und alles andere macht überhaupt keinen Sinn. Und dann auch so gehandelt oder dann halt auch entsprechend Long genauso eingestoppt, ne? Nämlich hinter der dicksten Order einfach. Und weil wenn die gedreht wird, und vor allen Dingen kann man dann halt auch den Stop direkt ganz knapp hinterherziehen, weil wenn so eine große Order gedreht wird, und dann geht es meistens auch direkt ein paar Punkte weiter. Und vor allen Dingen ist, weiß man dann ganz genau, wo ja dann halt auch die Jungs und Mädels sich da halt positioniert haben und braucht da gar nicht großartig dann auch, wenn man zum Beispiel sowas dann long erwischt, dann auch nicht den Stop sonderlich weiter drunter zu ziehen. Macht auch genauso wenig Sinn, ne? Weil wenn so ein Ding gekauft wird, wird natürlich der Käufer auch versuchen, das Level zu halten. Und nicht dann mitspielen, wenn der Markt dann trotzdem 20 Punkte rückwärts läuft. Also so läuft es normalerweise halt ab. Was nimmt Bitcoin statt DAX? Ich habe für Bitcoin tatsächlich sowas von gar keinen Schimmer. Das wäre wirklich der Untergang, wenn ich anfangen würde, hier Bitcoin zu machen. Ich sehe das immer nur, ich habe gesagt, wenn das Ding unter 30 kommt, irgendwie 25 oder so, dann werde ich es auch mal kaufen. Aber Aber vorher eben. was anderes ist aufgefallen, Dirk. So wie früher hast du schon lange kein Gold mehr dir angeguckt. Gold, ja, das stimmt. Was hat's denn gemacht? Ich habe leider keinen vorbereiteten Chart dafür. Das habe ich früher oft gemacht, das stimmt. Gerade zu den Ist NFTs, ne? long. Was? Lauf? Long. Ah, long, ja. Wundert mich jetzt auch nicht wirklich. Also ich hab ich ja, glaube ich, letzte Woche auch gesagt schon, ne? Irgendwie mit. War das letzte Woche? Ich gesagt, das wird eigentlich halt mal zu einer Abwärtsbewegung von den Indizes halt passen, weil Gold halt einfach vorm Ausbruch steht. Aber 2000 hat es noch nicht, ne? Nee, heute nicht. Nee, okay. Ja, ich habe halt nur mitgesehen, es ist irgendwann unter 1900 wieder, 1800 irgendwas. Und weil ich lauere da drauf. Ich habe den Einstieg verpasst, aber ich will da auf jeden Fall, aber jetzt nicht für eine Daytrading-Position natürlich. So, also, Stunde ist um. So, jetzt kann man vielleicht aber dann dafür mal nach Legende gehen. Mal gucken, eine Viertelstunde kann ich ja jetzt noch dranhängen. Und fiel mir dann halt nicht. Also Legende wäre jetzt halt einfach, ne, Handelsansatz 653, was ich was hier oben erkennen kann. Da ein kleines, ne, die blaue 653. Das wäre hier. Und Legende sagt halt einfach nur, wenn der Markt drüber geschlossen hat, wird das halt entsprechend zum Support. So, das Doofe ist nur, wir haben hier drei Linien überlaufen. So, das heißt, kann sein, dass nicht die erste funktioniert. Ein bisschen sollte sie schon bringen, aber halt entsprechend wäre halt hier die zweite dann bei. Na komm schon, zeig's mir doch an. Will er nicht. Mensch. Wäre dann entsprechend bei 600. Hä? Oder doch, 613. Quatsch. Doch, 613. Sollte, glaube ich, echt mal irgendwie eine andere Bildschirmauflösung verwenden. Das hier ist echt für Adleraugen, die ich selbst eigentlich auch nicht habe. Aber gut. Also 613. Das heißt, das hier wäre das nächste. Ne, da unten. Ach da. Okay. Ja, ne? Halt in dem Bereich, den wir hier halt sowieso haben. So, aber muss natürlich trotzdem auch, darf man schon ein bisschen im Auge behalten, was der Markt ansonsten natürlich halt treibt. Und hier sieht man halt im M5 jetzt auch erstmal nur so ein bisschen Gegenwehr. Und
Aber nichtsdestotrotz kommt da oben erstmal halt nicht so wahnsinnig viel. Und ich würde es eigentlich schon eher, also das heißt, um das auch vielleicht mal ganz kurz, weil das ja auch immer wieder ein Thema ist und ja hier vielleicht auch einige davon dabei sind, ja, vielleicht mal ganz kurz. Also, so eine Triggerlinie heißt nicht, ne, dass die punktgenau reagieren muss. Das heißt einfach immer nur, wenn die Stunde drüber geschlossen hat, eigentlich, wird die nächste Stunde tendenziell auch drüber schließen. Und oft ist es so, dass halt dann halt zum Beispiel so bei einer blauen Linie entsprechend, es gibt dann nur einen Rücklauf an die blaue Linie und zack, dann geht es weiter zur nächsten. Das gibt es zwar oft, aber man sieht auch schon mal, dass es einfach mal ein paar Punkte drunter geht und dann halt zum Stundenschluss dann halt wieder an diesen Punkt zurückzieht. Und deswegen finde ich es eigentlich immer auch recht schick, wenn man dann zum Beispiel hinkriegt, und vielleicht fragt sich auch der ein oder andere immer, hey, was hat eine Hilge da für ein Level im Trading? Der hat doch irgendwie in seinem Blog steht eine ganz andere Linie, weil ich das natürlich versuche dann auch zu kombinieren. Das heißt, würden wir jetzt als Beispiel 15,45 haben und der Markt würde hier unten rumstochern, ja, dann würde ich mir halt ausrechnen, gut, Viertelstunde hat er noch, die vorige Stunde hat drüber geschlossen, versucht er die auch wieder drüber zu schließen. Dann versuche ich natürlich hier drunter reinzukommen, weil was halt die allerhöchste Wahrscheinlichkeit hat bei den ganzen Geschichten ist, dass nämlich keine Linie überlaufen wird oder vergessen wird, ja. Und das heißt, selbst wenn ich dann halt hier zum Beispiel dann long gehen würde und er würde die Stunde hier schließen, dann kann man fast drauf wetten, dass die nächste Korrektur dann doch wieder bis oben an die Linie geht und dann entsprechend halt nach unten läuft. Und deswegen versuche ich halt immer abweichend von den Punkten irgendwo reinzukommen und nicht unbedingt drauf halt für ein Scalp, aber besser wäre halt drunter. Und drunter haben wir hier zum Beispiel auch natürlich ganz klar hier den PH Main, also Stunden-Pivot Main, der wirklich auch oft ein DAO gerne angelaufen wird. Und das wäre halt zum Beispiel mal der erste Punkt, der halt hier gut funktionieren könnte. Oder dann haben zwei sogar die zweite Linie dann halt. Dann hat das ist natürlich ein bisschen besser dann halt auch eingegrenzt vom Risiko. Aber ich glaube, der Markt hat irgendwie keine Lust, auch nur irgendwas von mir hier abzuholen, wie ich sehe, egal wie lange ich rede und versuche, das alles mit Redezeit zu überbrücken. Er will irgendwie nicht so wirklich mitspielen mit mir heute. Naja, ist halt so. Ich kann es nicht ändern. Gut, ich gucke mal hier nochmal gerade. Das wäre gut long gewesen. Ja, der wäre gewesen. Uns, also der Gold, ja. Ja, Gott. Hätte Fahrradkette, ne? So, von welchem Future? Gut, ist schon beantwortet. Okay. Also, was soll ich machen? Es ist halt nichts zu handeln. So, ich gucke nochmal eben rüber, ob man da noch irgendwas Neues erkennen kann. Den DAX interessiert mich natürlich auch mal, wo der jetzt hier abgeblieben ist. Ich lasse die mal hier unten liegen. Die liegt ja erstmal ganz schick da. Stop machen wir erstmal irgendwie etwas größer. Viertelposition und dann kann man mal gucken, ob man da noch irgendwie reinkommt. Okay, also DAX-Stunde. Gerade schon erschrocken, habe gedacht, ja. Ist ja nicht wirklich ausgebrochen. So, klebt fest. Ja, also, ich glaube, bei dem ist einfach so, da muss man halt einfach long gehen und dann irgendwie 3 Tage später nochmal drauf gucken und dann freut man sich über 50 Punkte. So, das scheint mir momentan der DAX-Handel zu sein, in allererster Linie, weil für alles andere, für 20 Punkte in irgendeine Richtung, wartet man ja irgendwie gerade durchaus Stunden. So, ja, hier sieht man jetzt, na gut, war ich sie zu spät, ne? Hat man jetzt auch gesehen oben. Hier, da, Legende. Auf den Tick. Punkteweise nach unten reagiert, ne? Hier sieht man es ja schön. Da, auf die 8,4. Und da war jetzt irgendwie einen halben Punkt, den es aber ja gar nicht gibt im DAO, war er da jetzt gerade drüber. Ja, also auf den Tick genau reagiert. Und kann man machen, weil natürlich der hier fehlt. Ja, also die 5,3, also einer wird er hier abholen müssen. Da kommt er wohl nicht dran vorbei. Und deswegen von da nach da, das ist natürlich relativ sicher, dass das funktioniert. Sind zwar nur 30 Punkte, aber hey, 30 Punkte sind 30 Punkte. Und von daher kann man das schon machen. Ja, aber deswegen habe ich es ja vorhin auch freigegeben.
Also hier das Bild im Live-Chart. Und was ich halt auch mal gefragt werde, ist so, oder oftmals irgendwie so, ob ich denn keine Trades irgendwie mehr poste. Also ich poste tatsächlich bei Facebook letzter Zeit sehr wenig, aktualisiere aber das Live-Chart umso öfters. Und eigentlich ist halt jede Linie, die hier halt natürlich dazukommt oder die Farbe ändert, ja halt auch ein Trade, ne? Also das ist ja halt klar. Und das hier ist ja dann auch was, da kann man mich auch dann drauf festnageln und sagen, ja, warum hat das nicht funktioniert? Oder warum schließt er drüber und rennt dann trotzdem runter? Aber da mache ich mal separat ein Webinar dazu. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt, ich weiß. Das ist natürlich aber, wie man sich denken kann, keine böse Absicht, dass es bisher noch nicht passiert ist, sondern einfach nur eine Zeitfrage. Also, ich kann mich hier im Kopf und Kragen regen, es passiert nichts Neues, ich kriege auch keinen Fill. Und das kann ich höchstens noch versuchen herauszufinden, was der Kassamarkt machen wird. Ich hoffe doch, also wenn der Kassa, da muss man auch mal klar sagen, es ist natürlich immer ein Wenn-Dann. So, diese Stundenkerze, die wir jetzt hier sehen, die sollte der Kassamarkt jetzt eigentlich nicht so ohne weiteres loswerden. Wir haben zwar hier, die ist zwar jetzt nur im Future entstanden, der Future ist billig im Vergleich zu den Aktien, die man dafür kaufen müsste, um so eine Bewegung hinzukriegen. Deswegen wird auch der Future immer ganz gerne mal genutzt, um zum Beispiel Markt hochzukaufen, dann nachher halt schön die Aktien teuer zu verkaufen. Und deswegen haben wir manchmal solche verrückten Bewegungen im DAO, ne? Wie halt dann hier zum Beispiel, wo es dann halt einfach zur Future-Zeit nach oben ballert und dann halt knallt zur Öffnung erstmal in den Keller. Ne? Daher kommt es. So, aber nichtsdestotrotz, so eine Bewegung, die ist ja schon, man sieht es ja auch, die ist ja hier echt gefüttert. Ne? Also da kommt ja wirklich gar keine Korrektur. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass wir nachher zur Kassaeröffnung da halt meinen Wunschpunkt da bei 461 mal ebenso erreichen. Da habe ich so ein bisschen Zweifel dran. Ich tippe eigentlich eher, dass die halt versuchen, hier in diese Range halt nochmal zurückzukommen. Also hier in diesem Bereich, vielleicht sogar halt hier auch SMA20 in dem Bereich macht Sinn, ne, weil wir halt hier einfach die letzten Abwärtsbewegungen haben und die dann halt hier dann auch wieder mit Nachdruck halt zurückgekauft wurden über die Hochs. Und deswegen ist das halt hier eigentlich so, finde ich, für die Future-Öffnung. Jetzt mal kurz einzeichnen, das kann man sich ja nachher mal angucken. Das hat ja auch schon super oft gestimmt bei den NFPs. Wenn ich gesagt habe, das macht nachher die Kasse oder das wäre halt relevant aus meiner Sicht, kann man ja im Auge behalten, das ist natürlich trotzdem keine Garantie, aber das ist der Bereich, den ich halt wirklich oh ey, dieses Skalieren, irgendwann treibt mich das echt noch in den Irrsinn. Wo ist der Sinn, dass wenn ich hier draufklicke, dass der Chart nach oben springt? Ich will den noch nur skalieren. So, also, ne, das heißt einmal hierher zurück, vielleicht sogar bis an die Stundeneröffnung und dann nach oben raus. So, und was er dann hier oben veranstaltet, steht auf dem anderen Blatt. Aber dass wir hier die 461 kriegen, ich glaube es nicht. Vielleicht später, vielleicht doch, aber halte ich für eher für nicht wirklich wahrscheinlich. So, also das, und hier oben dann noch einsteigen, macht zur Kassaeröffnung dann in 20 Minuten auch keinen Sinn, weil das Volumen wird dann halt zunehmen, auch das Aktienvolumen natürlich, was jetzt noch gar nicht da ist. Und deswegen sollte man immer ein bisschen mehr Luft einplanen und dann halt eher versuchen, die Grundtendenz zu erwischen und die ist gerade long. Ja. Und das heißt, einfach gucken, wenn man irgendwie an Long glaubt, nicht weil ich sage, dass er long ist, sondern wenn man halt hier auf Long setzen will, einfach gucken, dass man so tief wie möglich reinkommt. Und dann halt schauen, dass das Hoch halt möglichst zügig nochmal erreicht wird und dann entsprechend auch gekauft wird. So, alright. Also, mehr fällt mir leider jetzt auch gar nicht mehr ein, was ich hier noch irgendwie hinzufügen könnte. Ich hätte sehr gerne einen Trade gehabt, aber mehr als die erste Bewegung und dann Stillstand gab es leider nicht. Nelson, du bist jetzt böse mit mir, ne? Auch. Keine Show heute. Ne, das geht absolut gar nicht. Ja, ich finde es halt immer schade, ne? Ich meine, dafür machen wir das ja halt hier halt auch und deswegen heißt es ja auch Live-Trading, aber es gibt halt eben Ausnahmen und wenn man dann wie heute halt sieht man ja, heute sieht man ja gerade, die erste Bewegung, ach okay, die erste Bewegung verpasst und dann hat man im Zweifelsfall halt Pech gehabt. Was ist das denn für ein Klingel die ganze Zeit bei dir? Hört sich an wie im Das. Flugzeug. Musst du Sicherheitsgurt anlegen oder was? Ja, ich natürlich.
Ist alles nur Greenscreen. Ich fliege eigentlich gerade über Australien. Deswegen ist auch die Verbindung so ruckelig. Und ja. Ja, das stimmt. Das klingt aber echt wie aus dem Flugzeug. Nee, das ist vom Live-Chart. Immer wenn damals aktualisiert wurde. Und dann gibt es ein Bimmeln im Hintergrund. Ich weiß zwar jetzt nicht gerade, was aktualisiert wurde, aber irgendwas hat sich gerade aktualisiert, automatisch. Okay, gut. Also, dann sage ich an der Stelle erstmal Dankeschön, auch wenn es traurig ist, dass es ein Trade gab. Was ist denn, sag mal, das Hemd sieht mal so zerknittert aus. Dabei ist das echt ganz frisch. Gut, also, Ich bin schön, dass ihr. verwundert, dass es keinen Kommentar zu deinem Hemd gab. Ja, ne? Ich weiß auch nicht. Engolf war So. nicht da. Stimmt, ja. Alright, gut. Also, Dankeschön, dass ihr alle da wart. Ich hoffe, es hat trotzdem irgendwie den einen oder anderen halt weitergebracht, helfen können, wie auch immer. Ich bin halt leider nicht reingekommen und aber bin guter Dinge, dass beim nächsten Mal so ist. Aber wenn das nächste Mal nochmal so ein Bild ist wie heute, wo wirklich abzusehen ist, dass wir wirklich halt einen Sofortausbruch kriegen könnten. Und da werde ich aber versuchen, wirklich mal mit dem ATR-Bracket, mit dem Add-on da mal nochmal zu operieren. Und weil das ja halt dann einfach automatisch dann auch sehr, sehr schnell und einfach machbar ist. Werden wir sehen. Aber beim nächsten Mal ist ja bald soweit, 4 Wochen. Da sehen wir uns hier zu den NFPs dann auch ganz sicher wieder. So, Dankeschön. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Ne? Und der Nelson natürlich auch. Und ich hoffe, es ist mir keiner böse oder enttäuscht. Aber es ist, wie es ist. Also, bis zum nächsten Mal. Aber der Nelson hat das letzte Wort. Dankeschön. Nein, Spaß beiseite. Natürlich ist ja keiner böse. Wenn es keine Möglichkeit oder Gelegenheit gibt, dann eben nicht. So ist das nun mal mit dem Markt. Aber nichtsdestotrotz, sehr interessant. Ich schließe mich dir den Kommentaren im Chat an. Vielen, vielen Dank für das Webinar. Wünsche natürlich auch ein schönes Wochenende und aber noch einen erfolgreichen Handelstag. Und lieber Dirk, da ist er schon verschwunden, aber der hört mich wahrscheinlich noch. Wir sehen dich ja bereits schon am Dienstag. Und von daher, also würde mich freuen, wenn Sie Dienstag wieder dabei sind. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.